Bregenz Vorkloster, Leimgrubengasse. Man könnte meinen, dass diese Gegend hier kein Wässerchen trüben könnte. Jedoch verlor Familie Grabherr vom 1. auf den 2. Mai hier ihre Katze durch einen Schuss, durch einen eventuell gezielten Schuss in das Rückenmark. Als ich Montag in der Früh die Katze reinlassen wollte, wie jeden Tag auch, machte ich die Tür auf und sah sie nur vor der Türe sitzen, mit den Hinterläufen rausstehend, also anatomisch für eine Katze nicht möglich, so zu sitzen. Mir war sofort klar, es muss irgendwas passiert sein, die Füße gebrochen oder irgendwas. Ich habe dann gleich meinen Mann angerufen, der ist gekommen, wir sind zum Tierarzt. Sie wurde geröntgt und die erste Vermutung war, dass sie angefahren wurde. Auf dem Röntgenbild war klar zu erkennen, dass die Wirbel zwar ganz waren, aber Knochenfragmente auf dem Röntgenbild erkennbar waren, verstreut über die Katze selber. Sie war querschnittsgelähmt, also sie konnte die Hinterbeine nicht bewegen, den Schwanz genauso wenig. Wir warteten 2 Tage zu, es war keine Besserung, sie konnte sich nicht bewegen, nichts. Ich habe dann gesagt, ich möchte eine zweite Arztmeinung einholen, bin in die Tierklinik nach Dornbirn gefahren. Man hat sie nochmals geröntgt. Der Arzt dort hat festgestellt, das Rückenmark ist durchtrennt, sprich die Nervenverbindungen zu den Füßen und alles ist durch. Also er hat nie mehr die Möglichkeit zu laufen, man kann das nicht mehr richten. Das ist wie bei einem Mensch genauso. Für uns war das natürlich die fatale Diagnose schlechthin, weil das war das Todesurteil für die Katze, weil so kann eine Katze nicht weiterleben. Das war für uns im Vornherein schon klar. Er hat dann gesagt, ihm kommt es komisch vor, dass die Wirbel ganz sind. Vermutlich hat man sie angeschossen. Wir haben uns dann auf die Suche gemacht, haben die Katze ausrasiert und haben dann wirklich eine Einschussstelle gefunden, oben am Rückenmark. Und 10, 15 Zentimeter weiter unten war die Austrittswunde. Wir haben kein Projektil gefunden. So wie es aussieht, war es ein 4 bis 6 Millimeter großes Projektil, wo eingedrungen ist in die Katze und auf der Seite wieder ausgedrungen und das Projektil hat das Rückenmark durchtrennt. Ja. Sie haben sich dann schweren Herzens dazu entschlossen, das Tier zu erlösen. Sie haben nun den Verdacht, dass jemand in Ihrer Nachbarschaft eine Waffe trägt. Wie gesagt, wir wohnen in einer Wohngegend, wo Kinder genauso spielen wie Katzen und Hunde. Also es ist mir unerklärlich, wer mit Waffen in unserer Gegend schießt. Es muss in der Nacht gewesen sein, ja gut, aber auch in der Nacht ist es nicht gerechtfertigt, auf irgendwas zu schießen, was sich bewegt. Das ist für mich unverständlich. Luigi, sein Pech war, dass er halt genau ins Rückenmark getroffen wurde. Wäre es 5 Millimeter weiter auf der Seite gewesen, hätte es ihm nichts getan. Wie werden Sie nun weiter vorgehen? Wir werden jetzt eine Anzeige bei der Polizei erstatten gegen unbekannt. Wir hoffen, dass es registrierte Waffenbesitzer gibt in unserer Umgebung. Ich hoffe, dass die von der Polizei auch befragt werden und ich hoffe, dass irgendwie die Möglichkeit besteht, diesen Tierquäler, meiner Ansicht nach ist es ein Tierquäler, zu fassen. Weil wer weiß, das nächste Mal schießt er auf einen Hund und wenn er Amok läuft, schießt er auf Kinder oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es wäre mir ja nicht auszudenken. Ich mag es mir nicht überlegen. Wenn irgendjemand was gehört hat von Sonntag auf Montag in der Nacht, ein Schuss oder irgendwas in der Umgebung von Vorkloster, Leimgrubengasse in der Gegend, dass er sich bitte bei uns meldet, weil es wäre uns wichtig, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird und dass ein Tierquäler zu seiner gerechten Strafe zugeführt wird, weil es ist nicht fair, den Tieren gegenüber das sowas zu machen. Und wir haben natürlich auch Angst, dass sich das ausweitet, wie gesagt, dass der dann auf andere Ideen kommt, noch auf was anderes zu schießen oder was auch immer.